grandiosen Rückrunde gelandet. Europa nicht erreicht, aber dran gekratzt. Und die letzten drei Spiele waren jeweils furios und wir hätten eins davon doch gewinnen müssen. Das haben wir leider nicht geschafft. Aber Werder Bremen, top, ja. Nuri, guter Mann, ich bin sehr zufrieden. Max Kruse, Thomas Delaney, Augustinsson kommt. Wir haben eine, Moisander hat mir gut gefallen, die ganze Saison über. Ich finde Wiedwald geil. Toll, tolle Entwicklung, tolle Spieler. Bauer, Selassie, super. So viel zur Realität. In der Realität ist jetzt Sommerpause, das ist natürlich besonders bitter. Da es monatelang keinen richtigen Fußball gibt, außer so ein Kack wie Confed Cup. U21 EM finde ich spannend, wegen, weil da auch ein paar Werder-Spieler bei sind. Velkovic, Gnabry, gucken, wer noch so mitfährt. Alles in allem gut, aber wie ist es eigentlich hier bei diesem FIFA 17 gelaufen? Naja, in der Saison 2016-17 von 37 Siege, 6 Unentschieden, eine Niederlage. Okay, das ist was sehr erfolgreich. Was haben wir da gemacht? Wir haben die Saisonziele erreicht, Mittelfeldplatz belegen. Ja, deutscher Pokal waren wir Sieger und Bundesliga-Sieger, also. Dann haben wir Delaney für 10 Millionen verpflichtet und Bargfrede für 6,5 verkauft. Die nächste Saison, die gerade beendet ist, Triple geholt. Teuerster Transfer, höchste erhalten Ablöse für Kruse 33 Millionen, aber der war natürlich auch in der ersten Saison auch Bombe. Also quasi in der quasi 2017-18-Saison ist die jetzt in der Realität kommen würde. Dann haben wir den Sanchez geholt von Bayern für 31,5 Millionen. Mega eingeschlagen mit Delaney im Mittelfeld. Aber auch hier wieder 55 Sieger und eine Niederlage. Ich sollte, glaube ich, die Schwierigkeitsstufe hochstellen. Ja, da stimme ich auch zu, Katze, ich stimme mir auch zu. So, bisher haben wir hier Rashford für nur 30 Millionen geholt, was angesichts von Sanchez zum Beispiel ein guter Transfer ist, obwohl ihm das natürlich schon wehtut, 30 Millionen fürs Beispiel auszugeben. Der kriegt auch 140 Wochengehalt, aber dazu kommen wir gleich, 140.000. Und Selke für 18 Millionen verkauft. Die haben wir auch letzte Saison nochmal in der Winterpause geholt, also so gesehen mit, ich glaube, wir haben für 14 oder so bezahlt für den. Bin mir nicht sicher. Jetzt gehen wir mal die Kader von oben nach unten durch, denn die Idee dieses Videos ist, ich nehme das jetzt quasi auf, um mir am Ende der Saison dann wiederum die Werte vergleichen zu können und zu gucken, wie sich die Mannschaft entwickelt hat. Unangefochtener Stoßstürmer Nummer 1. Der Dolberg. Der ist zwar nicht super schnell, aber er hat eine Stärke und eine hohe Durchsetzungskraft. Das gefällt mir gut an ihm. Und vor allem hat er einen super Abschluss. Ich habe gerade Fernschüsse, ich habe das Gefühl, also der hat Wumms, ich kann mit ihm gut spielen. Also ich habe, der macht super viele Tore. Volleys kann er auch, habe ich noch nicht so richtig mit dem ausprobiert, aber das gefällt mir alles sehr gut. 20 Jahre jung, noch vier, mit dieser Saison noch 4 Jahre unter Vertrag. Also 3 Jahre und 11 Monate. Er ist glücklich und zufrieden. Wie schön ist das bitte? Und 1,87, das gefällt mir einfach gut. Also er ist unangefochten Distanzschütze, Powerkopfball, raffinierte Freistöße und Anspielstation. Anspielstation stimmt. Man kann ihn gut anspielen. Was ein bisschen bei ihm fehlt, ist, dass er selbst keine guten Pässe verteilt. Zumindest habe ich das Gefühl. Wo haben wir das denn? Freistoßpräzision? Nein, nein, nein. Kurze Pässe 79. Könnte man noch ein bisschen steigern, vielleicht ein bisschen trainieren. Das ist quasi die Mission mit Dolberg. Ansonsten wird Dolberg wieder eine Bomben-Saison spielen. Das ist keine Frage. Ich gehe von oben nach unten durch. Also erst die erste Mannschaft, die ich mir jetzt quasi als erste Mannschaft denke. Und dann gucken wir mal weiter. Max Meyer. Überragend. Stärke von 86 ist mein stärkster Spieler auf dem Platz. Habe auch das Gefühl, dass ich mit dem ganz okay spiele. Ich bin nicht so torgefährlich, aber er kann halt sehr gut mit dem Ball arbeiten. Und ich habe das Gefühl, dass ich sehr, also hier kurzer Pass kann er sehr, sehr gut. Aber die Abschlussstärke ist noch ein bisschen das Problem. Das kann man noch ein bisschen stärken bei ihm. Aber, also wie überragend er kurze Pässe spielen kann, Dribbling und Ballkontrolle. Also mit dem Mann kann ich einfach, das ist genau der Mann, den ich für das zentraloffensive Mittelfeld für mein Spiel brauche. Übersicht, Antritt und Beweglichkeit. Also er ist relativ, Sprintgeschwindigkeit ist nicht so hoch, aber er hat einen guten Antritt. Er ist beweglich, ich kann mit ihm gut mit dem Ball arbeiten. Das habe ich schon festgestellt. Er ist nicht so stark, das ist ein Nachteil, keine Frage. Aber er kann auch zentrales Mittelfeld spielen zur Not, was ich auch sehr sexy finde. Fürs linke Mittelfeld und für den Sturm. Also ich kann mit ihm quasi dieses gesamte Feld hier bespielen. Dolberg hingegen ist nur Stürmer, aber Maxe Meyer, ich habe ihn noch nicht so viel im zentralen Mittelfeld eingesetzt, weil ich nicht so die zentrale offensive Mittelfeld-Alternativen habe oder brauche, weil ich ihn da einfach gut einsetzen kann. Dann. Ne, wir fangen mit erstmal Gnabry von linkes Mittelfeld, gehen wir weiter.
Gnabry muss man dazu sagen. Ich meine, der Spann hat sich bei mir einfach durchgesetzt. 81, ich kann mit dem in allen Positionen, ob linkes oder rechtes Mittelfeld, sehr gut spielen. Er ist halt eben der schnelle und sprintgefährliche Spieler, der dazu noch einen guten Pass spielen kann, aber auch vor allem selbst torgefährlich ist. Also sein Pass ist jetzt nicht überragend, hat dann einen Wert von 80. Trotzdem, mit dem Mann komme ich immer wieder in gefährliche Situationen. Also ich kann immer wieder mit ihm offensiv quasi den Abschluss suchen. Und er bringt sich selbst auch gut in Position. Bisschen das Problem mit ihm, genauso wie Max Meyer und auch Rashford. Ich habe jetzt keinen defensiven Spieler mehr im Augenblick in meiner Standardaufstellung. Rashford gerade geholt. Ich habe den noch kein Mal mit ihm gespielt. Ich bin höchst gespannt. Er soll einen sehr guten Schuss haben. Ich bin gespannt. Er soll gut mit Dribbling sein. Was hier, da wird es spannend. Antritt 95, Sprintgeschwindigkeit 94. So einen schnellen Spieler habe ich noch nicht in diesem Spiel besessen. Vor allem nicht in dieser Mannschaft. Seine Stärke ist okay. Auch da kann man vielleicht noch ein bisschen schrauben. Ich weiß nicht, ob das mit Training hochgeht oder nicht. Aber also auch nochmal ein richtig schneller, genauso wie Gnabry. Beide sehr schnelle Spieler, die mit einer großen Sprintgeschwindigkeit. Ah, Gnabry hat auch einen Antritt von 95 und 94. Also ich korrigiere mich. Mit genau so einem Spieler. Ich habe quasi genau den gleichen Spielertyp wie Gnabry nochmal verpflichtet. Aber der Unterschied ist, er kann sowohl links, rechtes Mittelfeld, er kann mit eins auch im Sturm. Ernst Rechtsfuß, den sehe ich eher auf rechts, auch wenn Gnabry auch einen Rechtsfuß hat. Aber bei ihm, also die können auch wechseln. Das kann ich halt durch, da bin ich variabel im Grunde. Aber im Augenblick habe ich Gnabry auf links gesetzt, Rashford auf rechts. Ich bin sehr gespannt, 30 Mille, ob sich Rashford auszahlt. Aber was mir an ihm auch noch gefällt, ist, er ist genauso groß wie Dolberg. Und ich weiß, es bringt nicht viel im Spiel. Oh, sorry. Ein bisschen, aber ich habe das Gefühl, große Spieler, ich spiele mit denen irgendwie, ich traue mich mehr zu. Gnabry hat auch nur Stärke 5,94. Mein Rashford ist größer, aber immer noch schwächer als Gnabry. Aber ich werde trotzdem mit ihm einfach ein körperlicher spielen, durch seine physische Erscheinung auf dem Spielfeld. Eigentlich besser gar nicht mehr gemerkt, dass er so eine schwache Stärke hat. Wieder vergessen. Ich glaube dann am Ende, dass er das besser kann, als das wirklich kann im Spiel. Naja. Sanchez. Man schaue sich diesen Mann nur mal an, wie überragende Werte er in allen verdammten Bereichen hat. Egal, was dieser Mann anpackt, sei es seine Ausdauer, er kann ewig rennen, er ist ein aggressiver Spieler, ausgeglichener Spieler, aber er hat keine Schwächen richtig. Er hat nicht überragendste Stärke, aber das braucht er gar nicht, weil er so eine perfekte Beherrschung des Balles und also er hat dazu noch einen guten Abschluss. Ich bin sehr begeistert von Sanchez. Toller Spieler für zentrale Mittelfeld. Wird auf Jahre hinweg bei Werder gesetzt bleiben. Bisschen schwächer, quasi ein schwächerer Gegenpart, aber der Kapitän mit 26 und ich werde ihn behalten. Ich stehe auf Thomas Delaney. Motor und lange Pässe. Oh, was hat er hier eigentlich? Das habe ich noch gar nicht realisiert. Motor, Dribbler, Distanzschüsse. Flitzer, Flair, Akrobat, Flair, Dimm. Das ist gut, ein bisschen Flair kann ich gebrauchen. Die kennen alle Flair. Diese drei Jungs sind die kreative Zentrale. Also, Sanchez ist der spielerischere Part. Und Delaney sollte eigentlich, also der hat auch überragende Werte einfach. Delaney kann auch irgendwie alles, ist ein sehr runder Spieler. Mit beiden kann ich defensiv ganz okay arbeiten. Das, was quasi der vorderen Reihe fehlt, stelle ich fest, bei den beiden geht's gut. Nicht so überragend wie meine Innenverteidiger. Neu im Team Thomas Westergaard. Ach, ich glaube, ordentlich Kohle auch geholt. Ich glaube, ich habe die für 25 plus Falou Diagne bezahlt. Aber ich finde halt seine Größe reizvoll. Lufthoheit, Stärke, lange Pässe, Powerkopfball. Irgendwie, ich will halt einen kopfballstarken Spieler haben. Ich wollte einen, der einfach im Strafraum, aber auch also im eigenen wie im gegnerischen also Kopfballgefahr ausstrahlt. Und da habe ich plus seine Stärke, das in ihm gesehen, Stärke 96, der stärkste Spieler in meinem Team. Quasi, wenn man so will, der Riese, mein Hinterhalt, mein Rückhalt. Hinterhalt. Sehr zweikampfstark. Ich habe mit den ersten zwei Spielen, die ich mit ihm gespielt habe, vielleicht war es nur eins, kam ich mit ihm sehr gut klar. Dann quasi der Captain der defensiven Reihe, quasi der bessere Part zu Westergaard, der allerdings ein wenig nicht ganz so viel Physis mitbringt. Sanchez ist zwar auch nicht so stark, aber bringt ebenfalls viel Physis mit.
Was ja auch irgendwie Sinn macht, dass die Offensive nicht so viel Physis mitbringen, aber da habe ich zumindest Dolberg noch, der das noch ein bisschen verkörpert. Aber mit Ginter kann man, habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. 24 jetzt, kann Innenverteidiger, rechter Verteidiger und defensives Mittelfeld. Delaney und Sanchez können beide nur das zentrale Mittelfeld, das finde ich aber okay. Vestergaard genauso nur. Er ist nochmal ein variablerer Spieler, der diesen ganzen Bereich hier bespielen kann mit ans defensivere Part. Und das finde ich in der Saison könnte wichtig werden, gerade wenn ich die Schwierigkeit hochstelle. So, was haben wir noch? Klar. Ich habe vergessen, wie mein Vorname heißt. Sar. Ist auch so ein. Also erstmal haben die im Laufe der letzten Saison, falls bis 19, der hat auch nochmal ein Bild dazu bekommen, weil er so eine Art Shootingstar zu sein scheint. Ich setze ihn momentan mehr als Linksverteidiger ein. Er hat nicht so das Dribbling. Aber ich finde, er ist halt der ründere und etwas passgefährlichere im Vergleich zu Jedwai schon. Also Sar. Er ist ein bisschen klein für einen Innenverteidiger, hat nicht ganz so die Physis, deswegen sehe ich ihn irgendwie eher als linken Verteidiger. Aber es ist gut zu wissen, dass er auf Zweifel auf ins Innenverteidiger rutschen könnte, genauso wie Jedwai, der auch mit erst 22 Jahren verletzungsanfällig. Das ist ein bisschen eine Gefahr, die habe ich jetzt noch nicht gesehen. Er hat noch keine Spezialitäten, okay. Das habe ich noch nicht so wahrgenommen. Oh, ich muss mal kurz bei Ginter gucken, hat auch keine, genau. Aber was bei ihm mir gut gefällt, ich habe das Gefühl, also er ist ein bisschen, es stand Aggressivität 86, habe ich das gerade richtig gesehen? Ja, Aggressivität 86 ganz oben. Er ist halt schnell, aber ich habe auch schon eine rote Karte mit ihm kassiert. Oder sogar, ich glaube, relativ viele gelbe auch. Ich grätsche mit Jedwai gerne rein. Ich weiß nicht, warum das so ist. Hat er irgendwie faire Zweikämpfe, hat er da einen besonders hohen Wert, dass ich mir das überhaupt erlauben könnte? Oder soll ich. Er hat auch 84 und grätsche 83, also spannender Typ. Ich bin irgendwie zufrieden, dass ich den von Leverkusen losgeeilst bekommen habe. Hier, das sind auch noch beides Werder-Spieler mit, also Spieler mit Werder-Vergangenheit, genauso Gnabry. Ansonsten ist die Mannschaft halt schon völlig neu. Ganz zu schweigen von Gianluigi Donnarumma. Für einen Torwart, 83 jetzt schon sehr, sehr gut. Abschlag, tatsächlich soll ich mal häufige Abschläge mit dem machen. Ich glaube, das kann er echt gut. Offensichtlich 92, mache ich das mal. Torwart Flugparaden habe ich auch schon ein paar ziemlich starke von ihm gesehen. Und die Reflexe sind geil. Also, Donnarumma ist einfach ein super Typ. Herausstürmen kann er gut und Flankenabnehmer. Bin sehr gespannt. Akrobatischer Torwarttyp. Super Transfer, gesetzter Torwart. Super entwicklungsfähig. Wurde mir jetzt schon, glaube ich, 30 Mille für geboten, wenn ich mich recht entsinne. Ich war nicht bereit. War das 30 Millionen? Ich weiß nicht genau. Ich war auf jeden Fall nicht bereit, den abzugeben, weil mein Plan funktioniert nämlich sonst nicht. Ich habe nämlich einen klaren Torwartplan. Egal, so viel zur ersten Mannschaft. Was ist das Schöne? Für den Sturm haben wir Dolberg, Rashford und Meier, die theoretisch alle im Sturm spielen können. Das heißt, in dieser Position hier, also die rechtes und linkes Mittelfeld und Sturm, weniger zentrale Mittelfeld, offensive Mittelfeld. Aber trotzdem könnte auch Meier, also wir haben diese Spieler, die sehr variabel einsetzen sollen und daher jetzt auch die zweite Garde, wenn man so will. Unser zweitstärkster Stürmer ist damit eigentlich Rashford, der eigentlich Dolberg-Vertreter ist, aber im Augenfang der Saison spielt er von Anfang an. Weil ich möchte nämlich diesen Spieler hier, Johannes Eggestein, ist ja so ein bisschen das Werder-Sturmtalent in der Realität und ich habe den ausgeliehen gehabt die letzte Saison und er hat sich okay entwickelt, aber noch nicht überragend, aber er hat jetzt schon einen guten Abschluss. Und ich will diesen Mann ein bisschen noch kitzeln. Gucken, was ich aus dem aus so einem, ich sag mal, großen Talent eines mittelguten FIFA-Teams, mittelguten bis eher schlechten FIFA-Teams am Anfang, nicht sehr schlecht, aber es ist, naja, schon ein ziemliches Mittelfeld. Und was ich auch so ein super Talent rauskitzeln kann. 73 ist ein guter Wert. Ist natürlich kein Vergleich zu den anderen Spielern, die ich habe. Aber wir haben noch einen Plan B für den Sturm zur Not. Er ist nicht ganz so groß, 1,83, aber ich kann mit Eggestein eigentlich gut klar. Ich habe das Gefühl, ich kann mit dem gut spielen. Kann man zu Kleinheischler, Laszlo Kleinheischler. Der ist halt geil, der kann alles spielen. Alles im Mittelfeld kann ich Kleinheischler geben. Und das ist auch der Grund, diese unglaubliche Variabilität, dass er in meinem Kader geblieben ist. Dass ich nicht bereit bin, ihn zu verkaufen, außer für ein gutes Angebot und es kam keins. Antritt, Beweglichkeit, Balance, alles hoch. Und auch die Sprintgeschwindigkeit ist okay. Was ihm ein bisschen fehlt, ist die Stärke. Also ihm fehlt tatsächlich Physis. Aber er hat einen okayen kurzen Pass. Er ist einfach kein überragender, aber auch kein schlechter Spieler. Und er kann mit links und rechts gut. Und das
24 ist zwar schon, aber ich finde, auch wenn er jetzt nicht den höchsten Wert hat, ich kann mit ihm eigentlich ganz gut arbeiten. Ich würde den jetzt weniger im wirklichen defensiven Bereich einsetzen. Wenn es sagen wir, also wenn sein muss, ja, aber ich sehe ihn eher so ein Kampfschwein auf links, rechts oder im zentralen offensiven Mittelfeld. Unsere Alternative für den Sturm ist neben, also Emre Mor, jetzt schon 79, der wird auf jeden Fall ins Team rutschen. Der kratzt quasi schon an Gnabrys Thron. Gnabry ist ja auch schon in diesem Spiel 23, also schon, naja, immer. Emre Mor ist halt 2 Jahre jünger. Emre Mor ist ein bisschen derjenige, der Rashford auf links gezogen. Wird man sehen müssen. Aber Emre Mor kann auch Sturm. Er ist zwar sehr klein, aber Flitzer, Dribbler, Akrobat, Flair, Antritt 95, Sprintgeschwindigkeit 90, Beweglichkeit. Einfach auch ein sehr schneller Spieler. Es spricht. Das ist genau mein Spielstil bei FIFA. Schnelle Spieler im Offensivbereich, da ist er überragend. Und also Emre Mor kratzt quasi am ganz nah an der Mannschaft, obwohl ihm halt völlig die Physis abgeht. Der ist der schwächste Spieler, den ich habe, glaube ich. Also Max Meyer könnte noch vielleicht mit Stärke. Ach, 38, Max Meyer ist halt auch ein Hämpfling. Emre Mor ist sogar stärker als Meyer. Maxe! Na gut. Aber der ist halt irgendwie derjenige, den ich halt irgendwie. Was mir nicht gefällt, der linke Fuß, ne? Und er trotzdem rechts als Mittelfeld. Das ist halt irgendwie strange. Ich würde ihn, glaube ich, auch mal im Laufe der Saison auch mal auf links einfach einsetzen. Gerade weil er einen linken Fuß hat. Also ich sehe ihn variabler ein bisschen, als er hier angegeben wird. Aber er kann halt eben auch Sturm. Und das wäre vielleicht tatsächlich die Position, wo wenn ich keine Physis brauche, sondern jemanden schnellen, ja. Jemanden, der sehr, sehr schnell in die Spitze kommt. Quasi um die Gegner auszukombinieren, könnte Emre Mor echt nochmal eine sehr interessante Anspielstation sein. Aber noch entwicklungsfähig. Leider geht die Entwicklung bei Juno langsam zurück. Juno ist jetzt schon eigentlich bis auf sein Passspiel und das Dribbling, da ist er noch besser als Delaney, aber schon die physische und die Defensive weitaus schwächer. Aber Juno ist immer noch ein Spieler, den ich auch immer noch defensiv gut einsetzen kann. Und was soll man über ihn sagen? Also, ich mag Juno im Echten bei Werder, also in der Realität. Ich mag Juno in diesem Spiel. Und seine Beweglichkeit, seine Ausdauer vor allem, also ein Kämpfer vor dem Herrn. Nicht die höchste Defensivwerte, keine Frage, aber absolut, absolut on top. Wenn ich einen Defensiven brauche, egal wohin, außer Innenverteidiger, ist Bauer mein Mann. Und Bauer, ich habe nochmal einen Vertrag verlängert. Wird wahrscheinlich nicht mehr so viel Entwicklung durchmachen, aber er ist einfach ein sehr guter Spieler für Werder. Und ein sehr guter Spieler für meinen Spielstil. Mit fairen Zweikämpfen und Grätschen kann ich gut mit ihm arbeiten. Er ist nirgendwo überragend, aber er ist stark. 80 ist ein okay, er ist ein guter Wert. Und ich könnte ihn zum Beispiel problemlos und ohne Bauchschmerzen auch für den etwas besseren zugegebenen Delaney bringen, aber es würde gehen. Er ist aber genauso gut auf links einsetzbar oder auf rechts. Jedweil ist ein defensiv stärker, keine Frage. Aber bei Bauer ist halt ein bisschen mehr, könnte er da ein bisschen mehr schießen und passen. Also toller Spieler, behalte ich auf jeden Fall. Super Entwicklung auch bei Oxford. 75 haben wir ihn schon. Die Stärke ist halt immer noch das Problem. Die Stärke von ihm ist einfach nicht besonders hoch. Er hat dadurch, aber auch Oxford könnte ich halt wieder auch ans Defensiven einsetzen, obwohl ich ihn da. Ja, also ich sehe Oxford einfach als den schwächsten Innenverteidiger, den ich habe. Auch wenn er schneller ist als beispielsweise Westergaard. Ja, das ist wahr. Trotzdem, Oxford hat eine feste Rolle in meinem Plan und er ist erst 19, also bitte, da ist noch viel, 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 viel Entwicklungspotenzial. Der Mann wird beobachtet und könnte ein sehr interessanter Innenverteidiger-Typ der Zukunft werden. Groß. Noch nirgends richtig geil ans Torwart. Aber Anfänge bei Flugparaden und Abschlag, also ein bisschen auch die Reflexe sind gut. Ja, Stellungsspiel ist nicht so überragend, keine Frage. Aber der Mann ist auch erst 17, der wird seine Einsätze auch ab und zu bekommen. Und er ist so ein bisschen so vom Typ her, vom Stil, vergleiche ich ein bisschen mit Donnarumma. Gefühlt. Ich habe noch einen dritten Torwart, der ausgeliehen ist, zu dem kommen wir allerdings gleich. Und der ist eigentlich auch stärker als groß. Aber den dritten Torwart brauche ich, muss ich mehr Spielzeit geben, als ich hier ihm geben könnte. Und von daher. So viel zu den Auswechselspielern. Kommen wir zu dem Kader, zum erweiterten Kader und wer da wirklich dazugehört und wer nicht, das ist jetzt noch nicht so ersichtlich aus meiner Einstellung. Bisschen aus Gag habe ich mir Olic gekauft, für ein Jahr noch. Ich habe ihn blind gekauft, ohne seine Werte zu kennen. Ich habe einfach Olic als einen geilen, ich sag mal, ein Kämpferschwein eingeschätzt. Und so kenne ich ihn auch.
ein Spieler. Ich meine, er war nicht umsonst bei Bayern, aber klar, bei 1860 München ist er jetzt auch nicht besser geworden. Ja, insbesondere weil 1860 München jetzt auch, glaube ich, ja, die sind in der Relegation in der zweiten Liga. Also von daher mal gucken, was aus denen noch wird. Aber irgendwie, ich wollte immer schon bei FIFA 13 hatte ich den schon Olic, habe ich den immer kaufen wollen, weil ich den bei Bayern so gut fand. Toller Spielertyp. Ja, habe ich mir geholt und bin enttäuscht, ehrlich gesagt, der ist deutlich schlechter, als ich angenommen hatte. Also er hat schon stark abgebaut. Bisschen so ein Nachwuchstyp, von dem ich noch nicht weiß, was ich von ihm halten soll. Bis auf, dass der relativ schnell ist. Aber sonst nichts kann. Er bringt bisher nur Geschwindigkeit mit. Er kann nicht mal besonders gut Tore schießen. Weiß nicht, wo er sich hinentwickelt. Aber morgen habe ich aus meiner. Der ist aber auch her 16. Den habe ich halt aus meiner Jugendmannschaft hochgeholt, weil ich auch das Saisonziel vom Vorstand bekommen habe, Jugendspieler hochzuholen. Ja, mal gucken. 55 ist halt schon arg dünn auf der Brust. Aber vielleicht bin ich mal im Spiel und vielleicht mag ich ihn ja auch. Er ist halt recht klein, das passt mir nicht so. Also ich würde den eher vielleicht als zentralen Mittelstürmer habe ich in dem Punkt gar nicht. Also mal gucken. Eilers, oh, der setzt sich halt bei mir nicht durch, ne? Der baut auch langsam ab, obwohl er immer noch seine Sprintgeschwindigkeit hat. Also das ist immer noch ein schneller Typ. Aber es ist einfach kein Spieler, mit dem ich gerne spiele. Bei Distanzschuss. Ich habe ihn einfach, genau wie auch echt bei Werder, noch keine Verbindung zu dem. Und langsam beginnt er auch abzubauen. Und 68 ist jetzt ein okayer Wert. Man kann aber sehen, dass so ein bisschen die Voraussetzung, bis auf beim Torwart, über 70 Werte bei mir für die erste Mannschaft eigentlich sind. Oder halt das Potenzial dafür. Oder weil ich halt wie Odisch mal damit mal Bock hätte. Also Eilers ist wirklich so eine Rolle. Ich glaube nicht, dass er viel zu vielen Spielen kommt und wir müssen nochmal die Vertragssituation gleich gucken. Ich glaube, dass Eilers auch gar nicht lange im Verein bleiben wird. Ich glaube, der Vertrag läuft doch aus. Müssen wir mal gucken. Anders sieht es aus bei Wisser. Für den habe ich schon Angebote bekommen, so im 2-Millionen-Bereich. Aber den Jungen lasse ich mich entwickeln. Ob der sich durchsetzt, glaube ich schon. Aber Left Forward habe ich in dem Fall so nicht. Muss man mal gucken. Aber er ist auch noch sehr junger, ein junger Niederländer. Die Beweglichkeit gefällt mir gut bei ihm. Und was ich bei ihm charmant finde, ist der F4 und die Ballkontrolle. Da könnte sich ein guter, schneller Stürmertyp, also linkes Mittelfeld, links Forward, könnte sich daraus entwickeln. Ha, das ist wieder mal so ein Typ, den ich reingenommen habe, weil ich brauchte Stürmer zum Zeitpunkt und ich habe immer noch ein Sturmproblem. Ich habe einfach nicht zu viele Spieler, von denen ich auch nicht so weiß, wie machen. Ich habe halt nur Dolberg als wirklich klassischen Mittelstürmer. Dann, also klassischen Stürmer. Ja. Und dann nur Talente. Wenn das im Laufe der Saison zu Problem wird, wird Rashford halt Stürmer. Also es gibt Optionen, so ist nicht. Wir werden sehen. Hodges hingegen spielt eigentlich keine Rolle in meinen Planungen. Obwohl, muss man fairerweise sagen, dass sein Antritt und Beweglichkeit und Sprintgeschwindigkeit sehr hoch sind. Höher als beispielsweise, wenn ich das gerade mir angucke, bei Fisser. Und das, na gut, nicht ganz. Das stimmt so nicht. Aber das ist, obwohl er gleich alt ist wie Fisser, und das ist das Problem, er ist deutlich ein schlechteres Talent. Und daher wird er wahrscheinlich nicht so zu seinen Einsätzen kommen. Fisser hingegen, der war schon. Geholt von Leipzig. Vor allem, um einen Spieler mit denen zu tauschen, den ich loswerden wollte. 20 Jahre alt, also ist nicht mehr der Jüngste. Nicht die besten Werte, aber was mir gut gefallen hat bei ihm, ist einerseits seine Größe. Und ich fand bei ihm ganz gut, dass er Stärke mitbringt, schon jetzt, 72. Und kurzer Pass ist relativ. Also den sehe ich so ein bisschen als zentraler Mittelfeld, offensives Mittelfeld vielleicht auch mal. Der wird mal getestet von mir, könnte sich entwickeln. Hajrovic. Ja, was soll man sagen? Eigentlich muss ich den Mann mehr bringen. Den Mann muss ich eigentlich näher an mein Team reinrücken. Aber irgendwie, also er und Kleinheischler, die sind halt noch so ein bisschen im Battle miteinander. Oh, das ist nur Hajrovic mit Hajrovic. Witzig. Hajrovic, Kleinheischler. Das wollte ich nicht. Also die sind so ein bisschen. Hajrovic ist halt ein bisschen der rundere Spieler. Quatsch, Kleinheischler meine ich. Ist der rundere Spieler, finde ich. Der mehr kann, aber Hajrovic ist der offensivgefährlichere. Und das ist halt immer so die Frage, wie ich bringen will. Auf Offensiv kann halt genauso gut Juno, also Kleinheischler und Hajrovic sind, die sind nah am Kader beieinander.
Auch nah am Kader ist eigentlich Lund, weil Lund den Vorteil hat, dass er auch rechts Forward, also ich könnte auch noch ans offensiveren rechten Mittelfeldspieler interpretieren. Er ist nicht der Schnellste, er hat guten Antrieb, die Sprintgeschwindigkeit ist nicht hoch. Muss ich mal gucken, wie der sich entwickelt. Also der habe ich noch nicht abgeschrieben, der könnte sich noch an die Mannschaft reinbewegen. Links und rechtes Mittelfeld und auch links Fuß, der Kruus. Und der ist nicht uninteressant. Keine überragenden Werte in der Tat, aber relativ hohe Sprintgeschwindigkeit von 76, also die Endgeschwindigkeit ist relativ hoch. Mal gucken. Ah, den habe ich nicht losbekommen, den wollte ich verleihen, aber obwohl der Antritt hier und die Sprintgeschwindigkeit hier natürlich überragend sind, aber das ist auch alles, was Holm mitbringt. Alles andere ist ein bisschen Gurke. Und keine Gurke, die man gut melken kann. fegen. Der Holm ist so ein bisschen raus und der. Ah, na gut, mal gucken. Die Saison ist lang, aber wie man sieht, im rechten offensiven Mittelfeldbereich, zentrales Mittelfeld, da ist noch nicht klar, wie die Rollen verteilt sind, zum Teil. Langsam ranrücken tut hingegen Grigic, der ein bisschen Stärke mitbringt. Letztens verpflichtet für wenig Geld. Aber Grigic mit seinen, was hat es, 21 Jahren? Wer weiß, was aus dem wird. Ich meine, viele Spieler sind ja auch noch schon erfahren, ne? Wie zum Beispiel Fritz, sehr erfahren. Ich habe nochmal ein Jahr verlängert, weil ich einfach mich vom Kapitän nicht trennen konnte. Und er bringt immer noch eine große Ruhe mit. Und eine gewisse Aggressivität. Also er hat seine Talente. Und Fritz wird bestimmt noch ein paar Mal spielen. Reis vielleicht auch. Er ist halt sehr klein, das gefällt mir nicht so. Und zierlich und keine Stärke, aber. Ja, nee, wird Reis eh nicht. Harrison hingegen mit seinen 17 Jahren schon runder und vor allem der ist sehr, sehr groß. Und das hat ja physisch auch einen Vorteil. Harrison könnte tatsächlich nochmal eine Rolle spielen. Klar, nah dran ist Pastlak. Toller Typ. Kann rechtes und linker Verteidiger und rechtes Mittelfeld. Und also der hat halt viele, einfach viele Positionen, in denen er eingesetzt werden könnte. Nur Bauer ist momentan der etwas reiferere von beiden. Und bis auf Pastlak ist eigentlich ein bisschen. Ne, Pastlak ist noch ein bisschen defensiv und physisch schwächer. Noch ein Jahr verlängert, nochmal ein Jahr gegeben, quasi Garcia. Hat seine Rolle, hat seine Berechtigung, hat seine Geschwindigkeit. Bringt ein bisschen Physis mit. Sogar recht ordentlich. Das kann ich auch noch gebrauchen. Also der wird auch seine Einsatzzeiten noch bekommen. Nicht so. Und tut mir leid, Leon Guevara, du hast niemals eine Chance bei Werder oder bei mir bekommen, aber auch Leon hat sich auch in Darmstadt nicht wirklich entwickelt. Aber er hat einfach nichts, was ich suche. Kein interessanter Spieler für mich. Ich habe ihn auch nicht verkauft bekommen, so ein Ärger. Dann haben wir nochmal die Innenverteidigeroption mit Veljkovic und defensives Mittelfeld. Hat seine Berechtigung, hat Stärke und ansonsten kann er Guric und zweier Zweikampf. Ist ein Defensivmann, keine Frage, mit dem kann ich arbeiten. Das ist der vierte Innenverteidiger halt. Wird seine Einsatzzeit bekommen. Habe ich kein Problem mit. Und dann noch von Pauli geholt. Einfach weil ich ihn mag. Den Herrwagen. 35. Dem Spieler. Er kann immer noch ein bisschen was im Tor. So ist nicht. Aber halt wirklich nicht viel. Herrwagen ist wirklich nur ein dritter Torwart. Aber ich will ihn im Team haben. Teamspieler im Spiel, Team haben. Ich rede mir ein, dass es gut ist. Nochmal kurz die Verträge, die gecheckt. Genau, auslaufen die Verträge bei Guevara, Eilers, Olic und Garcia. Oh, Verhandlung läuft. Ah, da habe ich das noch nicht abgeschlossen. Dem habe ich aber ein Angebot unterbreitet. Dann nächste Saison bei Reis. Der wird wahrscheinlich sich nicht durchsetzen. Wenn er sich die Saison entwickelt, gut, von 61, dann vielleicht mal den Vertrag verlängern. Juno ist ein Problem. Ich weiß nicht, ob ich Juno die Rolle geben kann, die er will. Andererseits, ja, weiß ich aber nicht. Juno ist auch vergleichsweise teuer, obwohl das nicht verstimmt, weil die Gehaltssituation hat sich bei Werder drastisch verbessert. Christoph Holm, mal schauen, Herrwagen habe ich halt für 2 Jahre Vertrag gegeben, wird halt im Team quasi, ich finde das gut, wenn er im Team ist. Alter, erfahrener Mann. Wie alt ist er denn? 35 Jahre. Kuhs wird sich vielleicht nochmal einen neuen Vertrag abholen. Genauso wie Groß, je nach seiner Entwicklung. Da mache ich mir aber keinen Stress. Genauso wie Harrison, die ganzen Jungs. Hajrovic, ich kriege nicht verkauft. Er hat aber seine Berechtigung im Team und kostet nicht viel. Also behalten. Kann man dann zu den Leuten, die jetzt noch 3 Jahre da sind. Grigic, okay. Finde ich gut. Mal gucken, wie der sich entwickelt. Ich bin froh, dass ich ihn im Team habe und behalte ihn auch gerne so lange. Genauso Jedwaj, gut, dass wir den noch uns in Verteidiger nennen können, wird denkst wahrscheinlich eine Verlängerung bekommen. Bald mit einem dickeren Gehalt.
Donnarumma. Oh, den könnte ich jetzt eigentlich schon sofort. Wichtiger Stammspieler, und du kriegst sofort. Donnarumma kriegt sofort 25 mehr angeboten. Wo ist er? Jetzt ist irgendwas durcheinander gekommen. So, nochmal runter. Okay. Ja gut, jetzt wird es anders angezeigt, aber es ist dann so. Was haben wir hier? Harrison. Mann, jetzt bin ich aber verwirrt. Was ist denn jetzt Donnarumma? Achso, der Verhandlung läuft 2 Jahre. Okay, jetzt sind wir nach oben gerutscht. Touré hat halt, wie gesagt, 3 Jahre Vertrag bekommen. Schauen, wie er sich entwickelt. Die ganzen Jungs hier, alles im Augenblick nur halten. Oxford hingegen ist tatsächlich jetzt schon eine Verlängerung. Vertragsverlängerung kann mir jetzt schon angeboten werden. Und als Rotationsspieler würde ich mir nochmal ein Jahr bieten. Mal gucken, ob er es annimmt. Ansonsten bleibt er halt bei uns. Delaney wird auf jeden Fall gehalten. Genauso Eggesteiner muss ich noch nicht verhandeln. Die Jungs habe ich im Augenblick relativ sicher. Genau, die hatten wir schon. Westergaard hat das Angebot angenommen. Genauso wie Bauer ist jetzt auch noch lange da. Sehr gut. Dann unser Tor, genau. Lennart Bauer, der noch 3 Jahre Vertrag hat. Der ist ausgeliehen. Ich habe vergessen, an wen. Ehrlich gesagt, aber der ist ein traditioneller Torwarttyp und sehr spannender Junge. Bin ich froh darauf, wenn. Können wir dem gleich nochmal ein Jahr anbieten? Ne, er will nicht. Er will gerade nicht. Das sehe ich ein. Was haben wir dann? Saar, lange gebunden, genauso wie Rashford, Meier, Kleinheischler. Und das finde ich auch sehr gut. Kleinheischler ist noch lange im Verein. So ein Spielertyp will ich ja verhalten. Velkovic habe ich nochmal verlängert, weil er seine Rolle und Berechtigung auf jeden Fall haben wird. Gnabry ist noch lange im Verein. Fässer Lund offensichtlich. Na gut, hat er halt angenommen und was soll's, haben wir den halt noch lange. Gucken, wie sich der entwickelt. Hat seine Stärken, keine Frage, im Antritt und Sprintgeschwindigkeit. Naja, wir gucken mal. War vielleicht nicht die beste Entscheidung. Und hier sind die ganzen Jungs, die, ja, auf die freue ich mich. Dolberg müsste eigentlich mehr Kohle kriegen. Will er denn? Er will nicht. Will Sanchez denn verlängern? Auch nicht. Ginter. Die sind alle noch zu lange im Verein. Die wollen alle noch nicht. Ich glaube, ab 2 Jahren kann man. Ich könnte zum Beispiel jetzt Grigic schon einen Vertrag anbieten und den würde er auch annehmen, um ein Jahr dann mit jetzt schon besseren Bezügen. Das mache ich jetzt noch nicht, weil ich gucke einfach, wie es entwickelt wird. Ich habe jetzt 2 Angebote gemacht und dann guck mal, wie das weitergeht. Also, so sieht die Situation momentan aus und die erste Partie steht an und die werde ich jetzt allerdings nicht mehr spielen. Es ging wirklich nur um den Kader. Ich bin schon sehr gespannt, was aus diesen Jungs wird und freue mich aufs erste Spiel.